Wahlrecht, das ist sehr wichtig für mich. Das ist für mich sein Recht auch und seine Pflicht auch für unsere Zukunft. Die Grenzen, ich würde sagen, dass die Menschen für Wählen auf jeden Fall deutsche Staatsangehörigkeiten brauchen. Und ich persönlich, dieses Dilemma zwischen, okay, brauche ich jetzt Staatsangehörigkeit nur deswegen, dass ich jetzt wählen darf, oder brauche ich das nicht, dann darf ich das, das ist richtig, also das ist sehr schwierig und ich finde, das ist am größten und wichtigste Grenzen zwischen Leute und, also zwischen mir und Wahlrecht. Ich persönlich ja. Also ich denke jeder, also für die einfach Zukunft wichtig ist und die für die Leute, die in Deutschland was erreichen möchten, ist das Bildung, Arbeit oder für Kinder sichere Zukunft, das ist egal. Ich denke, jeder wird gehen. Finde ich das total interessant, aber ja. Also hier, wenn es eine Wahl gibt, dann machen die Parteien immer solche Kampagnen und also wir werden nie angesprochen. Also die haben immer die genaue Zielgruppe, sind das Deutschen, also ja, die sind Deutschen und wir werden aber nie angesprochen. Und ich denke, ich würde das wahrnehmen, wenn die mit mir sprechen und sagen, naja, wissen Sie was, Ihre Stimme ist für uns wichtig. Ja, egal, ob Sie keine deutsche Staatsangehörigkeit haben oder nicht, Ihre Stimme ist für uns wichtig. Ich denke, dass damit wird ganz viele Leute das wahrnehmen.